Namaste, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr mit uns gemeinsam in die Woche startet. Passend zum Mondtag, der Mondgruß. Der Mondgruß bringt unsere weibliche Energie zum Fließen. Die weibliche Energie ist eine sehr kraftvolle Energie und auch unsere Kreativität wird damit richtig genährt. Der Mondgruß hat viele Rückbeugen, was sich jetzt wahnsinnig wohltuend anfühlen wird. Du wirst das sehen, auch nach diesen bisschen vielleicht faulen Tagen, wo wir vielleicht auch zu viel gegessen haben, zu viel geschlafen haben. Man kann gar nicht zu viel schlafen, wo du das wirklich genießen konntest, hoffentlich. Ich freue mich, dass wir uns jetzt richtig schön durchbewegen. Wir fangen ganz gemütlich an, werden aber den Mondgruß nach und nach immer mehr steigern, immer kreativer und intensiver in diesen Flow kommen. Zuerst beginnen wir in der Stellung des Kindes. Nimm die Hände nach vorne, die Stirn berührt den Boden. Mit der Einatmung komm in einen Vierfüßlerstand, lass deinen Rücken rund werden, roll dich nach vorne. Einatmen, Pferderücken und lass deinen Rücken wieder rund werden und komm wieder zurück auf deine Fersen. Wiederhole diese Bewegung. Einatmen, mit runden Rücken komm nach vorne. Zieh deinen Rücken lang in eine sanfte Rückbeuge, Pferderücken. Und wieder ausatmen, zurück. Beim nächsten Mal einatmen, komm mit runden Rücken wieder nach vorne. Lass den Rücken lang werden und komm jetzt in ein sanftes Chaturangarandhasana. Knie bleiben auf dem Boden. Heraufschauender passiver Hund, die Oberschenkel dürfen auf dem Boden liegen. Dafür strecken wir die Hüfte. Heb dein Herz an, strecke deine Arme, um dich dann wieder kraftvoll aus deinem Rücken rund wie eine Katze zurückzuschlängeln. Die Stirn berührt den Boden. Noch einmal die gleiche Bewegung. Mit rundem Rücken. Komm nach vorne, nimm ruhig die Hände noch etwas weiter nach vorne, sodass du dein Becken sanft nach unten sinken lassen kannst. Dich hier in den passiven, heraufschauenden Hund schieben kannst. Und dann wieder runder Rücken. Roll dich wieder zurück in die Stellung des Kindes. Bleibe einen Augenblick hier und lass deinen Atem. Nächsten Einatmung, hebe nur deinen Blick und jetzt roll dich langsam auch wieder mit rundem Rücken in Ustrasana, in das Kamel. Du kannst deine Arme über die Seite ziehen, strecke deine Arme, wenn du magst sogar bis die Hände sich berühren. Du kannst die Arme geöffnet lassen oder schließen und mit der Ausatmung wieder nach hinten absetzen. Wir kehren zurück in die Stellung des Kindes. Die Arme bleiben vorne. Stirn berührt den Boden. Noch einmal wie eine Welle. Roll dich mit rundem Rücken. Schiebe jetzt deine Hüfte nach vorne. Ustrasana in das Kamel. Einatmen. Du öffnest so weit, wie es sich für dich gut anfühlt. Und wieder zurücksetzen auf deine Fersen, Arme nach vorne ablegen, Stirn berührt den Boden. Ein letztes Mal, runder Rücken in die Haltung des Kamels, strecke dich, mach dich ganz weit und mit der Ausatmung kehre wieder zurück, die Stirn berührt den Boden, bleib einen Augenblick, lass deinen Atem wieder
fließen. Der nächsten Einatmung. Setz deine Zehen auf. Komm in den herabschauenden Hund. Im herabschauenden Hund bewege deine Knie. Wir bewegen oder mobilisieren unsere Beine und Knie deswegen, weil wir gleich auch in die Hocke gehen wollen und unsere Beine sind vorbereiten auf diese neue Bewegung. Du kannst abwechselnd deine Knie beugen und strecken oder auch mal gleichzeitig schwebend über den Boden deine Beine beugen und wieder strecken. Lass dir Zeit, auf deine Weise deine Knie durchzubewegen, aufzuwecken, durchzumobilisieren. Um dann viele kleine Schritte nach vorne zu machen, zu deinen Händen. Mit der Ausatmung komm tiefer in die Vorwärtsbeuge. Einatmend, hebe deinen Blick, richte dich auf. Strecke deine Arme weit über die Seite und ausatmen. Gehen die Arme wieder neben deinen Körper. Einatmen, Arme über die Seite. Wir gehen fließend in die Vorwärtsbeuge. Ausatmen, einatmen. Strecke deinen Rücken, Blick nach vorne, um jetzt langsam deine Knie zu beugen, die Fersen vom Boden zu heben. Nimm dir Zeit, erstmal dein Gleichgewicht zu finden. Strecke die Arme weit nach oben. Mit der Ausatmung gehen deine Hände wieder zu deinem Herzen. Bleibe hier einen Augenblick, um das Gleichgewicht erstmal zu finden. Nimm deinen Blick auf deine Zeigefinger oder Mittelfinger. Lass deinen Rücken lang werden. Zieh deine Schultern tief. Und jetzt setze deine Fingerspitzen auf den Boden und steige mit deinem rechten Bein nach hinten in den Ausfallschritt. Setze dein Knie auf den Boden ab. Einatmen, richte dich auf, bring deine Hände an deine Stirn. Mit der nächsten Einatmung sanfte Rückbeuge. Einatmen, bleibe hier. Mit Ausatmung schiebe deine Hüfte noch etwas tiefer, sanft Richtung Boden. Wir bleiben noch 3 tiefe Atemzüge. Mit der nächsten Ausatmung gehen deine Fingerspitzen wieder zurück auf den Boden. Bring deine Beine wieder nach hinten für die Stellung des Kindes. Ausatmen. Die nächste Bewegung kennst du schon. Wir gehen wieder in den passiven Hund. Mit runden Rücken schlängel dich nach vorne. Lass deine Hüfte sanft absinken, um dich dann wieder nach oben aufzurichten. Hier kurz zu verweilen. Schultern tief zu ziehen, dein Herz zu heben und dann wieder kraftvoll aus deinem Rücken dich wieder rund nach hinten auf deine Fersen zu schieben. Von hier aus gehen wir fließend weiter in Ustrasana, das Kamel, wie eine Welle. Richte dich auf, einatmen, lass dir Zeit, dich zu strecken. Ganz weit zu machen. Jetzt gehen deine Arme über die Seite. Du versuchst dein Gleichgewicht zu finden und dein rechtes Bein leicht zu lösen. Wir sind jetzt wieder im Gleichgewicht oder versuchen es jedenfalls. Und dann komm wieder in den Ausfallschritt zurück. Die Hände an deine Stirn. Mit der nächsten Einatmung Rückbeuge. Bleibe hier wieder ein paar Atemzüge,
um in die Haltung reinzufinden, reinzuspüren. Bringe deine Fingerspitzen wieder auf den Boden, ruhig auch hinten den Fuß aufstellen und mit ein bisschen Schwung bring das Bein wieder nach vorne. Ausatmen, tief in die Vorwärtsbeuge. Mit der Einatmung richte dich wieder auf, zieh die Arme weit über die Seite und die Arme gehen wieder neben deinen Körper. Wir wiederholen den Bewegungsablauf. Ein, Arme über die Seite. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, strecke deinen Rücken, lass dir Zeit, ins Gleichgewicht, in die Hocke zu gehen. Die Fersen vom Boden, wenn es geht, zu lösen. Nimm die Arme weit über die Seite. Die Hände zu deinem Herzen. Wir bleiben auch hier wieder einen Augenblick im Gleichgewicht. Senke deinen Blick, sodass der Nacken lang wird. Deine Fingerspitzen auf den Boden. Jetzt geht dein linkes Bein nach hinten in den Ausfallschritt. Knie auf den Boden. Hände an deine Stirn. Sinke noch etwas tiefer. Und dann mit der nächsten Einatmung in eine sanfte Rückbeuge zu kommen. Deine Fingerspitzen auf dem Boden, um dann das Bein für die Stellung des Kindes wieder zurückzuziehen. Stirn berührt den Boden. Wir gehen wieder in den passiven, heraufschauenden Hund, wie eine Welle. Lass dir auch hier Zeit, dich aufzurichten. Lass hier die Oberschenkel weich. Hebe dein Herz, bleibe einen Augenblick, um dich dann wieder zurück auf deine Fersen zu schieben. Stirn berührt den Boden. Wir gehen weiter in Ustrasana, Kamel. Roll dich wieder weich in die Haltung, öffne dich. Auch hier bleiben wir. Drei tiefe Atemzüge. Den Blick wieder nach vorne zu bringen, die Arme wieder über die Seite. Gleichgewicht. Jetzt brauchen wir das linke Bein ohne Geräusch nach vorne. Setz dich wieder tiefer. Gehen in die Rückbeuge und bleiben. Achte darauf, dass dein Atem fließt. Nimm den Blick wieder nach vorne, deine Fingerspitzen aufsetzen, ruhig hinten das Bein aufstellen, ein bisschen Schwung. Und wieder zum Stehen, Vorwärtsbeuge, ausatmen. Mit der nächsten Einatmung richte dich auf, zieh die Arme weit nach oben und lass die Arme wieder neben den Körper absinken. Wir bleiben in dieser Bewegung und werden jetzt mit jedem Atemzug von Haltung zu Haltung wechseln. Einatmen, Arme über die Seite. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Rücken strecken. Ausatmen, in die Hocke.
Einatmen, Arme über die Seite. Ausatmen, Hände zum Herzen. Gleich weiter die Fingerspitzen auf den Boden. Dein rechtes Bein in den Ausfallschritt. Hände an deine Stirn. Rückbeuge. Gleich wieder nach vorne. Fingerspitzen aufsetzen, Stellung des Kindes. Stirn berührt den Boden. Passiver heraufschauender Hund. Lass dir Zeit, nach vorne zu gehen, dein Herz zu öffnen und dich dann auch wieder nach hinten zu schieben. Ausatmen, Ustrasana, das Kamel, einatmen. Die Arme wieder über die Seite, Gleichgewicht, rechte Bein löst, ohne Geräusch nach vorne. Und wieder tief setzen, Rückbeuge und die Fingerspitzen auf den Boden. Hinten den Fuß aufstellen, nach vorne kommen. Ausatmen, komm tief, einatmen. Wieder nach oben und ausatmen. Noch einmal, einatmen, Arme über die Seite. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Rücken strecken. Ausatmen, in die Hocke. Einatmen, Arme strecken. Ausatmen, zum Herzen. Finger auf den Boden, linke Bein steigt zurück. Hände an deine Stirn. Wir gehen in die Rückbeuge. Deine Hände wieder auf den Boden, Stellung des Kindes. Ausatmen, passiver heraufschauender Hund. Einatmen und ausatmen, wieder zurück, Stellung des Kindes. Ustrasana, das Kamel. Wieder mit bisschen Gleichgewicht dein linkes Bein lösen, nach vorne stellen, setz dich tief, Rückbeuge, dann deine Fingerspitzen abzusetzen, komm wieder nach vorne, ausatmen, einatmen, richte dich wieder auf und ausatmen. Wir nutzen die Energie des Mondes und werden noch kreativer. Einatmen. Arme über die Seite. Mit der Ausatmung komm tief. Rücken strecken. Ein. Um dich dann wieder tief zu setzen. Aus. Einatmen. Arme gehen nach oben. Ausatmen. Deine Fingerspitzen auf den Boden aufgepasst. Jetzt dein rechtes Bein zuerst nach hinten oben in die Luft. Einbeinige Vorwärtsbeuge und von hier gehen wir in Ardha Chandrasana, Halbmond. Versuch vorsichtig, deinen rechten Arm zu lösen. Vielleicht auch sogar den Blick nach oben zu nehmen. Dann setze deine Hand wieder zurück auf den Boden, vorsichtig wieder in den Ausfallschritt. Jetzt geht es wieder vertraut weiter, Hände an deine Stirn, Rückbeuge. Beuge, Hände auf dem Boden, Stellung des Kindes. Stirn berührt kurz den Boden, passiver heraufschauender Hund. Einatmen, dein Herz richtig weit öffnen und dann schieb dich wieder zurück, Ustrasana, das Kamel. Mit Gleichgewicht dein rechtes Bein lösen. Jetzt wird es wieder ein bisschen spannend. Wir bleiben hier kurz. Probier, ob du vielleicht dein Knie greifen kannst. Oder deine Zehe. Dein Bein ein bisschen strecken. Zur Seite oder nach vorne. Vorne
dann das Bein wieder natürlich lautlos abzustellen. Wir gehen wieder in die Rückbeuge. Wieder deine Hände auf dem Boden. Mit ein bisschen Schwung komm nach vorne zum Stehen. Ausatmen. Einatmen. Richte dich auf. Und ausatmen. Wir werden in jeder Runde jetzt ein kleines Teilchen dazu bauen, sodass unser Mondgruß immer kreativer wird. Komm auf deine Fußballen, Fersen heben, einatmen. Jetzt wird schon wackeliger. Lass die Fersen vom Boden weg und komm in die Vorwärtsbeuge. Ausatmen. Rücken strecken. Einatmen. In die vertraute Hocke. Ausatmen. Arme über die Seite ein. Die Hände über dein Herz zurück auf den Boden. Einbeinige Vorwärtsbeuge, linke Bein löst sich vom Boden. Du kannst auch auf deinem Fußballen bleiben. Vyachandrasana, leg den Fuß ruhig wieder auf den Boden. Wir öffnen zur linken Seite. Deine Hand wieder auf den Boden. Ausfallschritt. Genau. Hier sind wir wieder im vertrauten Gewässer. Rückbeuge. Deine Fingerspitzen auf den Boden. Stellung des Kindes. Stirn berührt den Boden. Passiver Hund. Um dich dann wieder zurückzuschieben. Ausatmen, Stellung des Kindes, Ustrasana, das Kamel. Aus dem Kamel gehen wir wieder ins Gleichgewicht. Du versuchst dein linkes Bein vom Boden zu heben, auf deine Weise. Du kannst dein Knie greifen oder auch versuchen, deine Zehe zu greifen. Vielleicht dein Bein zur Seite oder nach vorne zu strecken. Und dann wieder lautlos in den Ausfallschritt zurückzukehren. Rückbeuge. Die Hände gehen wieder auf den Boden und du kommst wieder in die Vorwärtsbeuge. Ausatmen, einatmen, richte dich auf und die Arme neben den Körper. Bevor wir in die nächste Runde gehen, bleib einen Augenblick, um deinen Atem wieder zu spüren. Und wenn du soweit bist, fangen wir wieder an zu fließen. Einatmen, ruhig jetzt auch die Fersen vom Boden lösen. Ausatmen, in die Vorwärtsbeuge. Einatmen, Rücken strecken. Jetzt die einbeinige Vorwärtsbeuge. Den Fuß wieder auf den Boden vom Standbein, öffne dich nach rechts. Ardha Chandrasana, der Halbmond. Ausatmen, die Hände wieder zurück. Ausfallschritt. Die Hände an deine Stirn. Einatmen, Rückbeuge. Und dann deine Hände wieder auf den Boden zu bringen. Stellung des Kindes. Ausatmen. Passiver, heraufschauender Hund. Roll dich wieder zurück, Stellung des Kindes. Es geht weiter ins Kamel. Einatmen, nimm die Arme mit. Ausatmen, Gleichgewicht und das rechte Bein
löse, greif deine Zehe. Das Bein zuerst zur Seite, dann nach vorne und wieder in den Ausfallschritt. Rückbeuge. Hände auf dem Boden und wieder nach vorne zu steigen. Ausatmen, einatmen, richte dich auf und die Arme neben den Körper. Noch einmal für die linke Seite. Einatmen, jetzt schon deine Fersen heben. Ausatmen mit angehobenen Fersen in die Vorwärtsbeuge. Einatmen, Rücken strecken und wieder in die Hocke, Gleichgewicht, Arme über die Seite, ein, die Hände über dein Herz wieder zurück auf den Boden, einbeinige Vorwärtsbeuge, linke Bein geht in die Luft, ein und von hier aus in Chandrasana, den halben. Zeit, die Hand wieder abzusetzen. Ausfallschritt. Das hintere Bein ist hinten. Das linke Bein ist hinten. Einatmen. Rückbeuge. Hände wieder zurück. Für die Stellung des Kindes. Lass dir immer wieder Zeit. Der Mondgruß ist auch dafür da, dass wir wirklich auch ein bisschen mal bei uns bleiben, zur Ruhe kommen. Heraufschauender Hund. Wir haben den heraufschauenden Hund heute passiv geübt. Natürlich kannst du jetzt auch zwischendrin nochmal aktiv die Oberschenkel anspannen und dann aber wieder die Knie abzusenken. Schieb dich wieder zurück. Stellung des Kindes Ustrasana, wie eine Welle ins Kamel. Aus dem Kamel ins Gleichgewicht. Dein linkes Bein, bin ich richtig, Alina? Linke Bein lösen, Zehe greifen oder Knie. Es hilft dir vielleicht auch Zeigefinger und Daumen aufeinander zu legen, um dich besser zu zentrieren. Nach vorne. Und dann lautlos in den Ausfallschritt zu gehen. Rückbeuge. Die Fingerspitzen wieder auf den Boden. Komm wieder in die Vorwärtsbeuge. Ausatmen. Einatmen, richte dich wieder auf und die Arme neben deinen Körper. Bleib einen Augenblick, lass den Atem fließen. Wir werden wieder in eine nächste Runde gehen, um wieder den Sonnengruß kreativer werden zu lassen. Atme ein, hebe wieder deine Fersen vom Boden. Mit der Ausatmung beuge dich tief. Einatmen, strecke deinen Rücken. Ausatmen, komm in die Hocke. Einatmen, Arme über die Seite. Wieder tief. Bevor wir weitergehen, kommt eine kleine dynamische Bewegung. Da braucht man ein bisschen Mut dazu. Greif deine Beine, komm auf die Fersen, lass dich einmal nach hinten rollen und roll dich wieder zurück. So gut es geht. Wir probieren es am besten gleich nochmal. Nach hinten. Genau, es braucht auch ein bisschen Übung. Wenn es nicht gleich klappt, ist das völlig normal. Wenn du wieder aufgerichtet bist,
die Fingerspitzen auf den Boden, einbeinige Vorwärtsbeuge. Dein rechtes Bein löst sich, versuch deine Ferse vom Standbein nach oben zu schieben. Wir gehen wieder in Ardha Chandrasana, in den Halbmond. Aus dem Halbmond deine Fingerspitzen wieder auf den Boden, Ausfallschritt, Hände an deine Stirn, Rückbeuge, einatmen. Die Hände wieder auf den Boden, Stellung des Kindes. Passiver, heraufschauender Hund. Wir bleiben hier, um nochmal zu aktivieren, in den aktiven, heraufschauenden Hund. Wieder Oberschenkel ablegen, Stellung des Kindes, Ustrasana, Kamelhaltung, einatmen. Aus der Kamelhaltung wieder ins Gleichgewicht, dein rechtes Bein. Auf deine Weise, du kannst dein Knie greifen, oder dein Fuß. Und dann wieder lautlos Bein nach vorne zu setzen. Die Hände an deine Stirn. Ausatmen. Rückbeuge. Die Fingerspitzen wieder auf den Boden. Wir kommen wieder in die Vorwärtsbeuge. Ausatmen. Richte dich auf. Ein und aus. Noch einmal für die linke Seite. Fersen jetzt schon vom Boden lösen. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Rücken strecken, ein. Einbeinige Vorwärtsbeuge, nur auf deine Fußballen. Ferse weg vom Boden. Kommt der Halbmond, da kannst du deinen Fuß wieder flach auf den Boden legen. Öffne dich. Dann die Hand wieder zurück. Jetzt haben wir die Hocke vergessen, die holen wir einfach wieder rein. Hock dich wieder zurück. Und wenn du magst, mach diese dynamische Bewegung. Einmal nach hinten rollen und wieder zurück, sehr gut. Genau, von hier aus, jetzt müssen wir leider noch mal alles wiederholen. Linke Bein, einbeinige Vorwärtsbeuge. Beim zweiten Mal klappt es schon viel besser. Linker Arm, Chandrasana. Sehr gut. Dann in den Ausfallschritt. Rückbeuge. Aus der Rückbeuge wieder in die Stellung des Kindes. Immer wieder die Stirn berührt den Boden. Entschleunige. Lass dir Zeit für den passiven, heraufschauenden Hund. Wir bleiben hier ein paar Atemzüge länger. Du entscheidest, ob du noch in den aktiven, heraufschauenden Hund wechseln willst. Noch drei tiefe Atemzüge. Dann deine Knie wieder zurück und wieder Stellung des Kindes, Stirn berührt den Boden. Wir gehen fließend weiter in Ustrasana, das Kamel. Ein. Und aus dem Kamel ins Gleichgewicht, indem du dein linkes Bein suchst, auf deine Weise zu lösen. Noch da wirst du merken, von Runde zu Runde gelingt dir das schon besser. Bein wieder abzustellen. Ausfallschritt. Rückbeuge.
Hände wieder auf den Boden. Wieder zum Stehen in die Vorwärtsbeuge. Ausatmen. Richte dich auf. Ein. Und aus. Bleib einen Augenblick. Lass den Atem zur Ruhe kommen. Mit der nächsten Einatmung beginnen wir wieder. Ein, Arme über die Seite, jetzt die Fersen wieder lösen. Mit der Ausatmung in die Vorwärtsbeuge. Einatmen, Rücken strecken. Um jetzt in die einbeinige Vorwärtsbeuge zu gehen. Die Ferse bleibt weg vom Boden. In den Halbmond. Rechter Arm löst sich und hier bleiben wir. Wollen wir auch hier noch eine kleine Herausforderung ausprobieren. Du beugst dein Bein und versuchst mit deiner Hand deinen Fuß zu greifen, um so deinen Hüftbeuger noch intensiver zu dehnen. Auch hier bleibe noch drei tiefe Atemzüge. Einatmung, wieder vorsichtig lösen. Setz wieder die Hand auf den Boden, auch deinen Fuß. Wir gehen nochmal in die Hocke. Ausatmen, wenn du magst, dynamisch einmal nach hinten rollen und wieder zum Gleichgewicht. Noch einmal die gleiche Seite, nochmal dein rechtes Bein. Einbeinige Vorwärtsbeuge. Von hier aus in Chandrasana. Dein Bein beugen, nachgreifen und vielleicht, wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat, vielleicht klappt es jetzt. Drei Atemzüge bleiben. Wieder vorsichtig lösen. Aus, Vollschritt. Knie auf den Boden, wir gehen in die Rückbeuge. Ein. Aus der Rückbeuge in die Stellung des Kindes. Stirn berührt den Boden. Passiver. Heraufschauender Hund. Auch hier bleiben wir wieder ein bisschen länger. Aus dem passiven Hund, mach einen aktiven Hund. Deine Knie wieder senken, Stellung des Kindes. Ustrasana, das Kamel. Aus dem Kamel, wieder ins Gleichgewicht, dein rechtes Bein. Löst sich vom Boden. Das Bein wieder vorbereiten für den Ausfallschritt. Ausatmen. Rückbeuge ein. Hände wieder auf den Boden. In die Vorwärtsbeuge. Ausatmen, einatmen, richte dich auf und ausatmen. Wir wiederholen die Bewegung nochmal auf der linken Seite. Es ist die letzte Runde, der letzte Durchgang. Mobilisiere nochmal deine Kräfte. Einatmen, deine Fersen vom Boden lösen. Ausatmen, vorwärts. Einatmen, Rücken strecken, einbeinige Vorwärtsbeuge, dein linkes Bein löst, nach oben zur Decke. Hier wieder in den Halbmond, da bleiben wir.
versuch mal hier das Bein hinten einzuklappen, nachzugreifen und weiter zu atmen. Wenn es jetzt noch nicht geklappt hat, wir wiederholen die Bewegung ja gleich nochmal. Bein wieder lösen. Fuß zurück auf den Boden, komm in die Hocke tief. Einmal nach hinten rollen. Wieder auf den Füßen landen. Sehr gut. Die Hände wieder auf den Boden. Und wir wiederholen noch einmal mit dem linken Bein einbeinige Vorwärtsbeuge. Streck dein Bein weit nach oben. Halbmond. Und jetzt probier noch einmal, ob du deinen Fuß greifen kannst. Bleibe. Drei Atemzüge. Wieder vorsichtig zu lösen. Ausfallschritt. Rückbeuge. Die Hände auf dem Boden. Stellung des Kindes. Ausatmen. Der letzte passive Hund. Wir bleiben etwas länger, so dass du dich hier wirklich richtig aufrichten kannst. Wirklich wie eine Schlange, dich der Sonne entgegenstrecken kannst. Nochmal aktiviere die Oberschenkel. Weg vom Boden. Knie wieder auf den Boden, ausatmen, Stirn berührt den Boden, Ustrasana, das Kamel, einatmen. Und ein letztes Mal ins Gleichgewicht, dein linkes Bein löst sich. Reiß deinen Fuß oder dein Bein. Versuch nochmal, das Gleichgewicht zu finden. Und dann den Fuß wieder abzustellen, auszuatmen, Rückbeuge. Und von hier aus gehen wir in die Stellung des Kindes, um den Atem wieder zur Ruhe kommen zu lassen. Ich hoffe sehr, dass ihr diese Yoga-Einheit genießen konntet, den Mondgruß. Und jetzt gönn dir wirklich gerne noch eine Pause. Lege dich auf deinen Rücken, deck dich zu und lass die Übungen noch richtig mal wirken. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Danke, Annalena. Namaste.